Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Mann, was für eine Hitze draußen. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Auch nicht Pokémon Go. Wobei, man kann es sehr gut miteinander kombinieren. Es soll ganz kurz um das Google Local Guide Programm gehen. Ich hatte es in der letzten Faultiers 5 Folge kurz erwähnt und habe darauf hingewiesen, dass man nicht mehr viel Zeit hat, um 1 Terabyte gratis Google Speicherplatz für 2 Jahre zu bekommen. Wenn man das bis morgen, 21. Juli, 14 Uhr unserer Zeit nicht geschafft hat, auf Level 4 zu kommen, dann kriegt man nur noch 100 GB Speicherplatz. So, und da haben mir dann viele gesagt, wie mache ich das, wie schaffe ich das, schafft man das überhaupt noch? Oder andere haben gesagt, ja gut, das 1 Terabyte kriege ich nicht mehr, denn man musste sich für das Google Local Guide Programm bis zum 7.7. angemeldet haben. Wer jetzt also zum ersten Mal davon hört, der kann das 1 Terabyte leider vergessen, aber die 100 GB sind noch möglich. So, was ist Google Local Guide? Es ist so ein Bewertungsprogramm, sowas wie Yelp, sowas wie auch bei TripAdvisor. Man kann Restaurants, Hotels, Orte, Geschäfte, alles mögliche in eurer Umgebung könnt ihr bei Google bewerten und kriegt dafür Punkte. So, Punkte gibt es für, indem ihr eine kurze Rezension schreibt. Das kann ein kompletter ausführlicher Artikel sein oder auch ein Satz, ne? Also man sollte irgendwo den Mittelweg dazwischen finden. Ihr kriegt aber auch einen Punkt, wenn ihr ein Foto hochladet. Oder ihr kriegt einen Punkt, wenn ihr ein neues Geschäft anlegt oder Daten zu einem bestehenden ändert. Bedeutet, ihr tragt ein neues Restaurant ein oder ein neues Geschäft oder teilt mit, ein Geschäft ist geschlossen. Oder aber da stimmen zum Beispiel die Öffnungszeiten nicht mehr und ihr korrigiert das. Dafür gibt es auch einen Punkt. So, und dann gibt es noch einen Punkt und deswegen empfehle ich, dieses ganze Programm hier immer schön auf den mobilen Geräten zu machen. Gerade für Geschäfte und vor allem für Restaurants kriegt ihr immer wieder so einen kurzen Fragebogen. So, ich sag mal 5, 6, 7 Fragen werden dann eingeblendet und die könnt ihr dann mit Ja, Nein oder keine Ahnung beantworten. Und wenn ihr das dann macht, geht ruckzuck, kriegt ihr auch nochmal einen Punkt. So, und ihr braucht insgesamt 200 Punkte, bis auf Level 4 zu kommen. Und bei Level 4 gibt es dann diesen gratis Speicherplatz für 2 Jahre als Belohnung. Jetzt ist das Problem, diese 200 Bewertungen, das dauert. Ich selber habe es in den letzten Tagen gemacht. Ich habe sogar ich habe mal zusammengezählt und ich brauchte jetzt in Summe so 2 bis 3 Stunden, ist man schon beschäftigt, wenn man es einigermaßen sinnvoll macht, diese Fragen vernünftig zu beantworten und auch Rezensionen zu schreiben. So, und ich weise jetzt kurz darauf hin, dass ihr das natürlich auch am Rechner machen könnt, im Browser. Ihr geht auf Google Maps, geht dann einfach auf meine Bewertung oder Sekunde, ich gucke mal ganz kurz nach, wie das hier am Rechner heißt. Nicht, dass ich hier Murks erzähle. Das heißt, meine Beiträge. Also genau das gleiche, der gleiche Menüpunkt wie auf den mobilen Geräten. Meine Beiträge. So, und da könnt ihr dann sehen, was ihr bisher gemacht habt. Das könnt ihr auch wieder ändern. Oder ihr geht dann ganz normal auf die Google Maps. Guckt mal hier. Und sucht euch dann ein Geschäft aus in eurer Umgebung, beziehungsweise es heißt zwar Local Guide Programm. Ihr gebt auch eine Stadt an, wo ihr dann heimisch seid, bei mir zum Beispiel Düsseldorf. Aber ich kann ganz genauso Rezensionen zu Restaurants, zu Orten in anderen Städten schreiben und das kriegt man auch Punkte. Das heißt, jeder kriegt, und jetzt fragen viele, wie soll ich denn diese 200 Punkte noch zusammenkriegen? Das ist relativ einfach, weil ihr müsst... Allein wenn man mal die ganzen McDonalds durchgeht, wo man überall war. Oder an wie vielen Orten man schon Urlaub gemacht hat, kann man da was zu schreiben. Oder wenn es nur der Bäcker ist, die ganzen Tankstellen. Also man guckt euch einfach mal die Umgebungskarte an, wie viele Orte da eingetragen sind. Und ihr kommt ganz alleine auf diese Ideen. So, und dann ist dann halt der Tipp, macht es auf den mobilen Geräten, denn da werden diese Fragebögen noch bekommen. Das heißt, ihr macht schreibt eine kurze Bewertung. B kommt dann hoffentlich, nicht immer, aber ihr habt eine gute Chance, dass so ein Fragebogen kommt auf diesen mobilen Geräten. Dafür gibt es dann schon den zweiten Programm. Und jetzt kommt der Punkt mit Pokémon Go. Wenn ihr dann gerade herumlauft und dann auch noch die Möglichkeit habt, von dem Geschäft, von dem Ort ein nettes Foto zu machen, dann kriegt ihr für ein Foto, was ihr dahinter legt, auch nochmal einen Punkt. Das heißt, man kriegt also pro Geschäft mal eben 3, also pro Laden mal eben, kann man es, wenn man es unterwegs macht, 3 Punkte sammeln. Und dann ist man ja ziemlich schnell bei 66 Geschäfte. Klar, das klingt viel, aber wenn man sich da ein bisschen hinterklemmt, kann man es noch schaffen. So, und jetzt haben wir genau 17.15 Uhr am 20. Juli. Bedeutet, es sind keine 24 Stunden mehr. Also, wer sich jetzt aber noch ein bisschen Mühe gibt und das halt noch will, diesen kostenlosen Speicherplatz für 2 Jahre mitnehmen,
dem verspreche ich, ihr könnt das noch locker schaffen. Jetzt, wenn ihr aber Level 4 erreicht habt mit den 200 Punkten, das wird dann auch direkt hier angezeigt, kriegt ihr diesen Speicherplatz aber noch nicht automatisch. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, denn da weiß ich nicht, ob ihr dann nur diesen Gutschein habt und den dann bis morgen auch eingelöst haben müsst. Deswegen empfehle ich dann jedem, der das jetzt noch macht, oder wenn ihr sagt, das 1 Terabyte kriege ich eh nicht mehr, dann habt ihr ja sowieso viel, viel, viel mehr Zeit dafür. Dann, wenn ihr das mit dem 1 Terabyte noch schafft, dann geht ihr auf die Google Guides Webseite, irgendwie google/local/guide oder sowas, kriegt man überall angezeigt. Und wenn ihr dann in euren Account guckt, dann habt ihr oben rechts so ein Banner, wo ihr 1 Terabyte Google-Speicherplatz einlösen könnt. Dann klickt ihr da drauf und dann geht er nochmal und dann kommt die Meldung, wurde mit eurem Account verknüpft. Und wenn ihr dann in eure Speicherübersicht seht, dann ist da auf einmal über 1 Terabyte in der Regel frei geworden. So. Das soll es gewesen sein. Das ist jetzt nochmal für euch, also von mir an euch, nochmal kurzer Hinweis. Wie funktioniert das Ganze? Wie sammle ich die Punkte? Und nicht aufgeben, wer da noch vor dem 7.7. dran teilgenommen hat, vielleicht weil er schon mal irgendwas bewertet hat oder sowas, der hat noch eine gute Chance, dieses 1 Terabyte abzustauben. Auf der anderen Seite, 100 Gigabyte Speicherplatz ist natürlich auch eine Menge Speicherplatz, der für viele erstmal ausreichen sollte. Natürlich, ihr müsst im Hinterkopf haben, wenn ihr das so euch komplett drauf einlasst, in 2 Jahren sind die wieder weg. Vielleicht gibt es bis dahin andere Aktionen von Google, um diesen Speicherplatz erhalten zu können. Ansonsten steht man in 2 Jahren da und muss die Daten einmal runterziehen auf einen anderen Cloud-Dienst oder man zahlt halt für den Speicherplatz. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich brüte und schwitze jetzt noch ein bisschen vor mich hin. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!